Also der Job macht mir immer noch Spaß, auch nach so langer Zeit, obwohl die Problemlagen, mit denen die Jugendlichen zu uns kommen, viel komplexer geworden sind. Zum Beispiel der Wohnungsmarkt in Erfurt oder veränderte Konsummuster oder auch Verwaltungsrichtlinien. Hallo, ich bin Tina, ich bin 44 Jahre alt und ich arbeite in Erfurt als Streetworkerin. Ich lege in der Woche ungefähr 100 Kilometer zurück. Ich bin in Bitterfeld aufgewachsen, in Sachsen-Anhalt, und habe dann nach meinem Abitur überlegt, was ich überhaupt mache. Also ich wusste, ich möchte studieren. Und die ersten Überlegungen waren, ich studiere Jura oder Lehramt. Da war ich aber noch nicht so hundertprozentig mit dem Herzen dabei. Und eine Freundin von mir hat schon zu der Zeit soziale Arbeit studiert. Und da habe ich mir das einfach mal angeguckt an der Fachhochschule und fand das ziemlich interessant und schön. Und habe mich dann eben deutschlandweit an Unis und Fachhochschulen beworben. In Erfurt wurde ich dann genommen an der Fachhochschule im Fachbereich Sozialwesen und fand das auch ziemlich schön, weil an den Fachhochschulen einfach mehr Praxisanteil vermittelt wird als an den Universitäten. Nach meinem Studium habe ich dann erstmal 4 Wochen Urlaub in Neuseeland gemacht und habe dann von einer Studienfreundin erfahren, dass hier in Erfurt in der EZ-Hilfe jemand gesucht wird, der mit drogenabhängigen jungen Frauen arbeitet. Und als ich dann wieder da war, habe ich mich beworben, habe die Stelle auch bekommen. Und wir haben im Bereich der akzeptierenden Drogenarbeit gearbeitet. Das heißt, wir haben Spritzentausch gemacht, also die jungen Menschen konnten zu uns kommen, haben ihre benutzten Spritzen bei uns abgegeben und haben frische und saubere bekommen. Es ging einfach darum, dass sie eben sich keine Infektionen an den Einstichstellen holen und dass sie eben auch ihre eigenen Spritzen benutzen, um Krankheiten vorzubeugen. Ja, und das hat sich dann geändert, das Angebot. Und wir hatten damals also 80% eben zielgruppenspezifische Arbeit, also mit jungen Menschen, die heroinabhängig waren, und 20% Streetwork im Stadtteil. Und das hat sich dann geändert zu 100% Streetwork in der Innenstadt. Die akzeptierende Drogenarbeit akzeptiert sozusagen die Lebenswelt der Menschen, die Drogen konsumieren, inklusive der Droge. Die gehört eben zu ihrer Lebenswelt dazu. Ob die jetzt legal oder illegalisiert ist, spielt in dem Moment erstmal keine Rolle. Es geht schon eher vordergründig erstmal darum, den Menschen alltagspraktische Hilfen zu geben und sie gesund zu erhalten. Also der Abstinenzgedanke spielt da auch eine Rolle, aber erstmal eher eine untergeordnete, weil sie es eben an der Lebenswelt der Leute orientiert. Und bei der traditionellen Drogenarbeit ist es schon so, dass da, dass es um Abstinenz geht, dass es um Clean-Sein geht, und das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Aber ich denke, es ist schwieriger für die Menschen, die konsumieren und die auch schon sehr lange konsumieren und wirklich abhängig sind, das eben zu erreichen. Also ich arbeite seit 21 Jahren für die EZ-Hilfe Thüringen in diesem Bereich. Und was ich festgestellt habe, ist, dass sich die Drogen schon verändert haben. Also am Anfang hatte ich ja schon erwähnt, dass wir viel mit heroinabhängigen jungen Menschen zu tun hatten. Das hat so ein bisschen im Laufe der Jahre nachgelassen. Die dominanteren Drogen sind mittlerweile aufputschende Sachen. Weil ich denke, dass wir schon mittlerweile eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft sind. Durch Social-Media-Geschichten kann man sich im Grunde weltweit vernetzen und weiß, was jemand am anderen Ende der Welt macht, und niemand scheint irgendwie müde zu sein. Und aufputschende Sachen, also Crystal Meth oder Kokain oder Speed, sind einfach Drogen, die erstmal die Leistung steigern können.
und man ist immer gut drauf und kann überall mitfeiern. Und das finde ich schon sehr bedenklich und sehr schade. Jeder Mensch, der auf eine ungesunde Art und Weise Drogen oder Rauschmittel, also illegale oder legale, konsumiert, macht das ja nicht vordergründig, um immer gut drauf zu sein und Spaß zu haben. Also gerade wenn sie eben davon dann auch abhängig sind. Unserer Erfahrung nach ist es so, dass die jungen Menschen einfach traumatische Erlebnisse erlebt haben. Und um die einfach zu verarbeiten oder auch wegzudrücken, konsumieren eben viele Alkohol und Drogen und berauschen sich sozusagen damit, um ein besseres Gefühl zu haben, um die schlechten Gefühle zu unterdrücken. Also wir hatten mal einen jungen Mann, den habe ich kennengelernt, der war 19 und war schon 4, 5 Jahre extrem alkoholabhängig. Und sein erster Satz war, als wir ihn kennengelernt haben: "Ich sauf mich tot." Und da habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Also was können wir denn da jetzt irgendwie noch anbieten? Der war obdachlos und es gab einfach in seiner Kindheit krasse Kindesmissbrauchserfahrungen, die hat er nicht verarbeitet. Und das, denke ich, war einfach der Grund für seinen ersten Satz uns gegenüber. Und am Ende ist es einfach so, wir können die jungen Menschen nur begleiten und ihnen unsere Hilfe und Unterstützung anbieten. Auch wenn wir uns wünschen, dass sie irgendwann lernen, ohne ihr Suchtmittel zu leben, forcieren wir das aber nicht von Anfang an. Ne? Weil sie sind letztendlich für sich selbst verantwortlich und man kann das schon so in die Arbeit einfließen lassen und immer mal wieder darüber reden, aber wenn es für sie eben in dem Moment nicht dran ist, müssen wir das auch akzeptieren. Also unser Arbeitsalltag ist total flexibel. Also wir haben keine Arbeitszeiten von 8 bis 16.30 Uhr, wo wir genau wissen, okay, um 8 ist das, um 9 ist das. Also ich weiß, oftmals habe ich mir am Nachmittag einen Plan für den nächsten Tag gemacht und dann kriege ich nochmal einen Anruf. Und dann werfe ich den Plan schon wieder total um. Und das ist auch das Schöne an der Arbeit, dass man oder dass ich da total flexibel bin. Das lässt einen auch im Kopf nicht einrasten oder ausrasten manchmal. Also es gibt einen festen Tag, also einen Tag in der Woche, das ist der Dienstag, der ist schon getimed. Also da wissen wir, okay, Dienstag sind wir an 4 Schulen und bieten da eine aktive Hofpause an. Das heißt, wir fahren mit dem Streetwork-Bus auf die Schulhöfe, haben den Kofferraum voller Outdoor-Spielsachen. Wir haben eine kleine Tischtennisplatte, die bauen wir dann auf und dann können die Schüler in den Hofpausen sich einfach bewegen. Und dann sind wir eben am Nachmittag nach den Schulen im Brühler Garten, bieten da gemeinsam mit den Kollegen aus den anderen Stadtteilen das mobile Wohnzimmer an. Das heißt, wir bauen ja ein Outdoor-Wohnzimmer auf. Wir haben einen Teppich, wir haben 3 bequeme Stühle, haben ein paar Getränke dabei, ein paar Süßigkeiten und Infomaterial. Und die Jugendlichen, die sich in den Parkanlagen treffen, die können dann einfach auf uns zukommen. Ansonsten haben wir Öffnungszeiten in unserem Büro, 2-mal in der Woche. Das heißt, in offene Sprechzeiten, wo die Menschen kommen können ohne Termin und erstmal sagen, ich habe keine Wohnung mehr, ich brauche Unterstützung bei einem Hartz-IV-Antrag, ich müsste mal Wäsche waschen. Also wir haben ja auch die Möglichkeit in einem anderen Büro, dass die Leute da Wäsche waschen können, also gerade die obdachlos sind. Solche Dinge passieren dann. Und natürlich sitzen wir auch schon mal im Büro und müssen auch Büroarbeit leisten. Also E-Mails checken, E-Mails beantworten, verschiedene Sachen ausarbeiten, auch neue Konzepte zum Teil entwickeln oder wenn wir vielleicht Freizeiten mal anbieten wollen oder irgendwelche anderen Projekte. Also ich wünsche mir für mich als Streetworkerin, dass die soziale Arbeit mehr honoriert wird. Also das heißt, dass sie auch mehr gesehen wird. Das liegt aber auch an uns Sozialarbeiterinnen. Wir wollen einfach unseren Job machen und gehen damit nicht so sehr in die Öffentlichkeit und machen nicht so viel Werbung sozusagen für uns. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, also das wünsche ich mir noch eine viel größere Wertschätzung. Also es hängt ja damit zusammen,
Und Wertschätzung drückt sich natürlich auch in Finanzen aus. Ne? Und ich finde, dass soziale Arbeit grundsätzlich zu schlecht bezahlt wird in Deutschland. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das dann auch Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind und die da auch richtig Lust drauf haben und die das gut machen, die verprellt das oder die verbrennt das auch. Und das finde ich schwierig und auch traurig.